Hallo, ja, da stehe ich in einer seltsamen Perspektive, ich weiß. Es ist übrigens taghell da draußen. Das merkt man aber nicht wirklich in der Aufnahme, weil ich da das Licht auch noch anhab, damit ich gut. Aber das Bild könnte, es ist scharf wie selten. Ja, Wahnsinn. Vielleicht sollte ich es öfters mal so probieren. Aber egal, das ist ja der Charme der anderen Videos, dass das so gut ist. Das ist ja ein extremes Video, weil ich nämlich jetzt ein Experiment wage. Ein Nahrungsexperiment zwar, aber ungewohnt. Stand ja oben, Aggregatzustände. Das sind ja verschiedene Zustände eines Sachens. Normal ist Gas und fest und gefroren. Gas, flüssig, kompakt, stabil oder fest halt. Ist egal, wie auch immer. Ich hätte mal nachgucken sollen. Also ganz so ist es nicht. Gas werde ich jetzt hier nicht vorführen. Aber ich habe ja mal vor einer Langeweile was bekommen, was essenstechnisch ziemlich komisch war. Und da wollte ich was probieren. Deswegen Aggregatzustands. Experiment. Nämlich, wir erinnern uns vielleicht an diese Dinger hier, oder? Die Jelly Straws, die mir der Dominik geschickt hat, weil sie eben nicht geschmeckt haben. Ja, und muss ihm recht geben, es gibt ein Eating-Video, könnt es ja mal danach gucken. Das war auch das, was hunderte Aufrufe hatte, weil YouTube das so faszinierend fand, dass ich es vielleicht nochmal in den Titel schreiben sollte. Mache ich aber nicht, weil ich bin authentisch und amateurhaft. Jedenfalls haben wir gedacht, probieren wir es mal in anderen Zuständen. Und das wäre jetzt kalt aus dem Kühlschrank. Ich habe nicht mehr alle Sorten leider, aber ist egal, ich werde nicht alle jetzt probieren. Kalt aus dem Kühlschrank. Das ist an. Ich meine, Temperatur ist kein Aggregatzustand, aber egal. Kalt und gefroren. Das ist gefroren. Das kommt aus dem Gefrierfach gerade eben. Gucken wir mal, ob das irgendwas bringt. Also fangen wir an mit kalt aus dem Kühlschrank. Dann nehme ich mir jetzt. Also hier sind übrigens zwei schöne gleiche, die man vergleichen kann, wie man sieht. Das Gefrorene hat eine hellere Färbung. Interessant, oder? Also, jetzt nehme ich sie mit der Schere diesmal auch, weil mir das letzte Mal schon zu blöd war. Das soll man ziemlich tief reißen, aber dann. Ugh. Also, gefroren. Es ist jetzt kühl. Es wirkt nicht. Ugh, es wässert. Toll. Es sieht nicht wesentlich anders aus. Also, es macht eigentlich keinen Unterschied. Es ist genauso labbrig. Geschmacksarm. Wie vorher. Man kann sich den Apfel irgendwie reindenken, aber mit viel Fantasie. Hier wackelt entsprechend. Also, es ist echt wässrig, die Sau. Gut. Also, mache ich jetzt den Direktvergleich. So. Das ist jetzt, wie kriege ich es jetzt auf? Da fängt schon mal an. Ja, angeschnitten geht schon. Hier. Da lappert nichts. Das ist gefroren. Gefroren, sage ich. Das lappert doch. Also es lappert sehr schnell. Also es ist eine Masse, die nicht wie Wasser so richtig stabil fest gefrieren will anscheinend. Ja, das ist sogar ziemlich. Aber ich habe gedacht, sieht mal, wie ich mich auskenne. Ich habe gedacht, das ist das richtig hartes Eis. Nee, natürlich nicht. Das ist ja eine Masse und keine Flüssigkeit gewesen. Ich hätte es vorher kochen sollen, bis es schmilzt. Das werde ich jetzt nicht probieren. Nein. Kochen, bis das Ding schmilzt. Wer weiß, ob das überhaupt schmilzen kann, so wie das nach Chemie und Plastik aussieht. Also, interessant finde ich schon, dass die Farbe, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht hier. Es sieht schon ein bisschen gefroren aus. Am Rennen hat es so ein bisschen eine Eisschicht, so eine ganz dünne. Aber so war es auch. Aber sobald man es im Mund hat, ist das nicht viel anders wie einfach so aus dem Kühlschrank. Und ja, was soll ich schmacken, sagen? Es schmeckt eigentlich ziemlich genau gleich langweilig. Wow. Also, das war jetzt das Thumbnail, den ich diesmal am Schluss aufnehme. Und wow. Also ja, ich habe hier noch welche. Ja, was mache ich damit? Irgendwann mal essen noch. Egal, ihr habt es gesehen. Das war ein spannendes Experiment, würde ich doch behaupten. Genau richtig als extreme Folge. Wow.
Und ja, ich habe noch andere extreme Sachen vor, die sicher, die noch spannender werden. Aber da muss ich erstmal die, wie soll ich sagen, die normale Variante konsumieren. Und dann gibt es die Extremvariante. Mal gucken, was da passiert. Werde ich demnächst mal angehen, aber jetzt haben wir genug Unsinn gesehen und geredet. Also ich habe genug Unsinn geredet, ihr habt genug Unsinn gesehen. Und damit bis nächstes Mal. Tschüss.